Guten Morgen aus Bled. Wir haben schon heute gepackt und heute geht's weiter nach Ljubljana. Wir werden nochmal versuchen zu trampen, mal schauen, wie das in Slowenien funktioniert. Und ihr kommt natürlich mit. Es ist 10 vor 9. Um 8 Uhr haben wir unser Apartment verlassen. Und schon sind wir hier in Ljubljana. Yeah! Ja, wir mussten wieder keine 2 Minuten warten. Also kaum haben wir das Schild rausgestreckt, wieder das zweite, dritte Auto hat uns gleich mitgenommen und sie ist sogar wirklich bis Ljubljana gefahren. Sogar hat sie noch extra geschaut, dass sie uns irgendwo rauslässt, wo unser Hostel in der Nähe ist. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht noch so 5 Minuten laufen, dann sind wir schon da. Ja, geht richtig gut in Slowenien wieder. Übrigens hat uns die Petra, die uns mitgenommen hat, noch ein bisschen was über Slowenien erzählt. Also die Petra versucht schon seit 9 Jahren hier Apotheken zu eröffnen, weil sie studierte Apothekerin ist und hat aufgrund des korrupten Systems und anscheinend auch noch sozialistischen Systems nicht die Möglichkeit, hier eigene Apotheken zu eröffnen. Und sie hofft jetzt, dass mit den Wahlen, die jetzt bald sind, dann etwas ändern wird und sie dann nach 9 Jahren Kampf endlich ihre Apotheken eröffnen kann. Würden wir ihr mega gönnen. Unsere Geschichten erlebt man natürlich auch nur beim Hitchhiken, also beim Trampen. Heute ist übrigens Shoppingtag. Wir gehen jetzt in Ljubljana in die Apotheke was kaufen. Dann suchen wir noch irgendwo einen Campingstore, wo wir noch ein paar Behälter kaufen können. Wir sind wieder zurück vom Shoppingcenter und haben alles gefunden, was wir finden wollten. Und zwar haben wir uns neue Tupperwares gekauft für Essen abfüllen und kochen. Unsere alten waren leider nicht ganz dicht. Und wir haben uns noch 2 Paar Kopfhörer gekauft. Einerseits zum Wiederschneiden und einerseits einfach so zur Musik hören. Ljubljana ist übrigens mega cool, was Stadtbesichtigung angeht. Beziehungsweise ist das für alle Menschen hier so. Und zwar kann man mit so einer Urbana-Karte gratis Fahrrad fahren. Und zwar haben die hier überall so Fahrradständer in der ganzen Stadt. Mit einer App kann man schauen, wo die Fahrräder sind. Und dann kann man hier mit der Karte die Fahrräder freischalten und einfach eine Stunde lang gratis Fahrrad fahren. Das ist echt cool. In Ljubljana haben wir uns über Couchsurfing mit Natascha verabredet. Natascha hat mit Hitchhiken und Couchsurfing bereits die halbe Welt bereist. Sie hat schon bei über 300 Couchsurfern auf der ganzen Welt übernachtet und auch schon mehr als 200 Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Mit Natascha haben wir uns über interessante Themen wie Politik, Umweltschutz, Veganismus und Reisen unterhalten und wir konnten einiges von ihren Erfahrungen mitnehmen.
Natascha hat uns auch einige tolle Orte in Ljubljana gezeigt, die in keinem Reiseführer stehen. Unser Highlight war ein Ort, an dem wir wilde Nutrias füttern und streicheln konnten. Wir kochen uns jetzt hier im Hostel noch was zu Mittag, und zwar haben wir hier veganes Borak. Das ist anscheinend typisch slowenisch, und das probieren wir jetzt aber in vegan. In Ljubljana kam bei uns das erste Mal die Frage auf, wie wir das Film auf Reisen gestalten möchten. Ohne Pause alle Momente festzuhalten, war plötzlich erdrückend und anstrengend. Wir möchten euch auf alle Fälle weiter auf unsere Reisen mitnehmen und unsere Erfahrungen mit euch teilen, möchten uns aber auch kamerafreie Zeit zugestehen. Wir haben uns deshalb entschieden, von nun an vor allem die Highlights zu filmen und auch konkrete Tage einzuführen, in denen wir die Kamera nicht dabei haben. In Ljubljana haben wir uns dann auch das erste Mal auf unserer Reise etwas ausgeruht und uns in unsere Hostelkabinen verzogen. Das Hostel war übrigens erstaunlich modern. Die Eingangstür ließ sich nur via App öffnen, einen Schlüssel gab es nicht. Wir sind jetzt erst am Nachmittag rausgegangen, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Also eigentlich haben wir viel Zeit verloren, weil Mischa vergessen hat, seinen Schrank abzuschließen und nochmal zurücklaufen musste. Wenn wir in Städten unterwegs sind, sind wir nicht so die klassischen Touris, sondern erkunden die Stadt meistens zu Fuß und nehmen so ein bisschen die Eindrücke wahr, und wir genießen das auch und zeigen euch diese Eindrücke sehr gerne. Wir verlassen Ljubljana schon wieder. Ein kleines Fazit zu der Stadt. Wir finden, Ljubljana ist ziemlich modern, umweltfreundlich, veganfreundlich. Ja, wir haben die 3 Tage hier schön genossen. Das war schon unser letzter Vlog aus Slowenien. Wir gehen weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Blumen.